Stahl und Schrauben ist das nächste Thema und das hat das Regio TV Plus, Achtung, im Gleibasel gefunden für euch. Und zwar bin ich hier zum Stefan gegangen, ich habe ihn mal angetroffen unterwegs. Und mein Anliegen war, wenn man eine spezielle Schraube hat, ich habe jetzt hier gerade ein Töndermöbel, findet man das denn wirklich auch? Weil der Stefan hat mir gesagt, Danny, das ist der Laden, wo man noch praktisch jedes Format findet. Stefan, ist das so oder ist das überhaupt üblich, dass jemand mit so einem Wunsch zu dir kommt? Auch das gibt es. Meistens ist es kleiner, manchmal auch grösser. Wir haben auch noch grösseres, wir haben auch längeres, aber noch viel kleineres. Ich nehme an, vor allem bei den kleinen Schrauben ist das Problem, die finden wir dann auch nicht mehr, wenn wir sie auf die Seite haben. Gehen wir aber zuerst mal auf die Geschichte. Du bist noch vom guten alten Handwerk. Wie ist dein Lebensgang? Wie bist du da dazu gekommen, dich mit diesem Metier so auseinanderzusetzen? Und heute denke ich auch immer noch mit diesem Herzblut dabei zu sein. Das ist eigentlich daraus herausgekommen. Ich habe eine Schlosserei im gleichen Haus hier. Und das ist das Lager von der Schlosserei. Und wir haben das noch ausgelagert, weil es zu viel geworden ist. Weil man nur noch die Ausgepäckchen überall kaufen kann. Und wir haben wollen, dass man eine einzelne Schraube kaufen kann. Wie ist denn das gerade so mit der Norm, die man heute hat? Dass ich nehme jetzt an, ich sage jetzt nicht gerade hier, aber der schwedische Hersteller, der hat ja immer so mit Vierecken drin von der Schraube und so. Gibt es denn da heute überhaupt nur noch eine Sorte Schrauben und sind so Sachen wirklich noch Relikt aus einer anderen Zeit? Das ist eine metrische Schraube, das ist immer noch das, was heute gängig ist. Und dann gibt es aber noch die amerikanischen und englischen Zoll. Die haben wir natürlich selbstverständlich auch. Aber heute wird mehr auf rostfrei als auf verzinkt. Und das ist eigentlich heute das, was auch sonst niemand hat, was wir haben dafür. Gut, jetzt stellt ihr noch eine Aufgabe. Jetzt nehmt ihr mal an, ich wäre Modellbauer, habe ein Wahnsinnsschiff in Arbeit und brauche jetzt eine ganz spezielle Sorte Schräuble, die ich selber hier vielleicht entwickelt oder entworfen habe. Ist denn das möglich? Kannst du heute noch in Handarbeit selber so eine Schraube machen? Es ist ja aus dem Metier raus eigentlich gegeben. Eine einzelne Schraube kann man herstellen. Nein, ich brauche dann für das Schiff schon etwa 50. Auch 50, aber das kostet mehr als 10 Päckchen. Aber eine Schraube. Man kann jede Schraube heute noch herstellen, aber eben, eine einzelne Schraube kostet dann plötzlich irgendwie 80 Franken. Und 6 mal 40 zum Beispiel kostet das ganze Päckchen, kostet 7 Franken. Das ist der Unterschied. Also, und das findet ihr aber hier in diesem kleinen Ort, im kleinen Basel. Beim Stefan kommen mit euren Wünschen. Und ich weiss, jeder hat daheim eine Schraubenlogo. Nicht bei sich, natürlich.